Die Startseite kannst du ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Wenn du die App-Liste aufrufst, so kannst du ein Icon lange gedrückt halten und so auf die gewünschte Startseite ziehen. Du siehst, wenn ich mich so auf die Seite bewege, wird eine neue Startseite aufgerufen. Wenn ich die App loslasse, so wird sie hier platziert. Indem ich erneut lange darauf gehe, kann ich auch nachträglich die Reihenfolge ändern oder wenn ich die App auf eine andere ziehe, so kann ich einen Ordner erstellen, den könnte ich auch noch benennen. Genauso kannst du eine App auch wieder aus einem Ordner entfernen, indem du sie einfach wieder auf die Startseite rausziehst. Eine App, die du nicht mehr auf der Startseite haben möchtest, kannst du entfernen, indem du sie lange hältst und anschließend nach oben auf Entfernen ziehst. Dadurch ist sie einfach nicht mehr auf der Startseite, aber natürlich bleibt sie immer noch auf dem Gerät. Hier in der Dateiliste ist sie nach wie vor drin.